Okay, eine Stunde haben wir und wir müssen unbedingt vorankommen in unserem Thema, ein Herz, das Gott fürchtet. Wir haben gehört, dass Gott unser Herz verändern will, dass er es anfüllen will mit der Furcht Gottes, mit einer Liebe, die ihn so liebt, dass es nicht ertragen kann, dass er beleidigt wird, sei es durch uns selbst oder durch andere. Das ist ein Herz, das Gott fürchtet. Und er lädt uns ein, er ruft uns, dass wir in seine Nähe kommen, dass wir seine Gegenwart aufsuchen und dass wir unser Herz ihm geben, damit er an unserem Herzen arbeiten kann. Und wir sind da stehen geblieben, gib mir mein Sohn dein Herz und deine Augen lass gefallen haben an meinen Wegen. Wir geben unser Herz Gott und wir müssen seine Wege kennenlernen und dann werden wir nach einer Zeit des Betrachtens seiner Wege gefallen haben an seinen Wegen, das heißt an der Art und Weise, wie er handelt und warum er tut, was er tut. Und wenn das geschieht, wenn wir Vertrauen fassen zur Güte Gottes, dann öffnet sich unser Herz und dann kann Gott an unserem Herzen arbeiten. An einem verschlossenen Herzen, das sich entfernt von ihm hält, kann er nicht arbeiten. Und jetzt wollen wir weitergehen und das soll noch sehr, sehr praktisch werden, jetzt heute in dieser Session und dann auch heute Abend noch. Wir gehen einmal zu 5. Mose Kapitel 17. 5. Mose, diese Passage ist ein Gesetz in Bezug auf den kommenden König, den Israel einmal haben sollte. Und dieser König, den es da noch gar nicht gab, bekam Anweisungen, wie der zu leben hat. Du sagst, was hat das mit uns zu tun? Wir sind auch Könige und Priester. Und dein Leben ist dein Königreich. Und diese Regel, die hier aufgestellt ist für den König, gilt ganz sicherlich für uns. Und wir werden das auch im Neuen Testament dann wiederfinden und sehen, dass das nicht irgendwo irgendwo isoliert eine Schriftstelle im Alten Testament ist, sondern das ist eine allgemeine Anleitung, wie Gott an unserem Herzen arbeitet. 5. Mose 17 von Vers 18 an. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, das aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt. Um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Hier kommen diese beiden Begriffe zusammen, um die es jetzt gehen soll, Herz und Wort. Herz und das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist uns gegeben, um eine Wirkung auf unser Herz zu erzielen. Es geht nicht nur um neue Gedanken, es geht nicht nur um Ideen, es geht nicht nur um Wissensvermittlung, sondern es geht um den Zustand unseres Herzens. Und er sagt hier, wenn er sich hingibt dem Worte Gottes, dem geschriebenen Worte Gottes, dann benutzt der Herr das Wort und er lehrt ihn durch das Wort, Gott zu fürchten. So, Furcht Gottes ist einerseits ein Geschenk. Gott sagt, Jeremia 32, 40 haben wir gelesen, er wird Furcht vor ihm in unser Herz legen. Und doch haben wir zu diesem Geschenk auch etwas zu tun. Sagst du ja, dann ist es kein Geschenk mehr. Doch, wenn ich dir ein Geschenk gebe und halte es dir hin, musst du deine Hände ausstrecken und das Geschenk nehmen. Du sagst, ja, aber wenn ich dann dazu was tun muss, dann ist es kein Geschenk mehr. Doch, in Empfang nehmen ist eine Tätigkeit. Es ist trotzdem ein Geschenk. Weil wenn du es in Empfang nimmst, aber ich gebe dir nichts, dann empfängst du halt nichts. Und Gott gibt uns dieses Geschenk der Furcht des Herrn unter der Bedingung, dass wir einen Lebensstil mit seinem Wort lernen und ihn eintrainieren und einüben, wie Gott geboten hat, dass man mit seinem Wort umgehen soll. Das ist die Bedingung. Und dann hat dieses Wort, das wir aufnehmen, das wir als Wort Gottes auch aufnehmen, nicht einfach nur so als allgemeines Wort, eine Wirkung auf unser Herz.
Und wir lernen durch das Wort Demut, damit dein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt. Und durch das Wort, durch die Furcht des Herrn, kommt wieder dieser Gehorsam. Davon haben wir schon gesprochen. So, wir sehen hier, das ist eine wichtige Passage und die hat viele, viele Entsprechungen dann auch im Neuen Testament. Das Wort Gottes ist der erste und wichtigste Schlüssel, wenn Gott arbeiten will in unserem Leben, wenn Gott uns verändern will. Das ist das Erste. Dann kommt noch etwas anderes dazu und darüber werde ich heute Abend dann sprechen, das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Aber der Heilige Geist wird da seinen Dienst entfalten, wo wir das Wort Gottes ehren. Wo wir das Wort Gottes nicht ehren, und ich werde erklären, was das bedeutet, kann der Heilige Geist nicht sein Werk tun. Der Heilige Geist bindet sich an das Wort Gottes. Das siehst du schon in der Bibel ganz vorne. Die Erde war wüst und leer und der Geist brütete über dem Chaos, dem Tohuwabohu. Und was passierte? Gar nichts. Dann kam das Wort und dann ging alles los. Der Heilige Geist will auch über deinem Chaos brüten. Und nicht nur einfach so, sondern er will es gestalten und verändern, Licht bringen und Konturen bringen, Klarheit bringen. Und das kommt, wenn der Heilige Geist das Wort empfängt. Er braucht das Wort. Gott handelt schöpferisch in unserem Leben durch sein Wort. Darum kann unsere Hochachtung vor dem Wort, auch dem geschriebenen Wort, nicht hoch genug sein. Ich weiß, wir haben es mit einer Person zu tun, nicht mit einem Buch. Aber diese Person, die wir kennenlernen sollen, die wir lieben lernen sollen, hat uns ein Buch hinterlassen mit ihren Gedanken. Die Gedanken Gottes sind in der Bibel beschrieben. Das Wesen Gottes, die Handlungsweise ist in der Bibel beschrieben. Und jetzt brauchen wir nur noch die Freundschaft mit dem Autor des Buches. Und dann nimmt der Heilige Geist das geschriebene Wort und prägt uns, erzieht uns, trainiert uns, verändert uns. Paulus drückt es so aus, 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. So, Gott arbeitet und er zieht uns durch sein Wort. Dazu ist notwendig, damit das wirklich geschehen kann, dass wir darauf achten, dass wir die richtige Haltung haben zum Worte Gottes. Wir können auch eine verkehrte Haltung haben und dann nützt alles Studium und alles Lernen und alles Hören, nützt einfach überhaupt nichts. Und die richtige Haltung ist, wie das Paulus den Thessalonichern beschreibt, ihr habt das Wort, das ihr von uns gehört habt, ach komm, wir lesen das mal, ihr habt dieses Wort nicht als Menschenwort angenommen, sondern so, wie es das in Wahrheit ist, Gottes Wort. Gottes Wort. 1. Thessalonicher 2, Vers 13 und Vers 14. Und darum danken wir Gott unablässig, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort annahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden wirkt. Das Wort kann wirken, aber es wirkt erst dann, wenn ich ihm begegne in der richtigen Haltung. Es ist Gottes Wort. Es sind Gottes Gedanken. Und es ist so wichtig, dass wir uns überprüfen und uns in diese Haltung hineinbegeben und darauf achten, dass wir in dieser Haltung bleiben. Gottes Gedanken sind maßgebend. Und wenn ich Gott kennenlernen will, dann geht das über Gedanken zunächst einmal. Nicht nur, aber so beginnt es. Der Veränderungsprozess unseres Herzens beginnt mit Gedanken. Und wenn du deine Gedanken in Übereinstimmung bringst mit Gottes Gedanken, dann ergibt sich eine Öffnung für die Kraft Gottes in dir und Gott kann tiefer wirken an deinem Herzen. Wenn schon in den Denkweisen Blockaden sind
und wir dort widerstehen und festhalten an eigenen Ideen, dann kann Gott nicht tiefer gehen und unser Herz wirklich umgestalten. Er kann nicht die Gedanken umgehen, weil die Gedanken einfach das Tor sind zu unserem Herzen. Es ist so, so, so wichtig. Und ich weiß, das klingt sehr allgemein, aber wenn wir dann uns das anschauen im Wort Gottes und ein bisschen beispielhaft mal ein paar Fälle sehen, dann sehen wir, Millionen von Menschen sagen, ja, die Bibel ist Gottes Wort. Und in den einfachsten, grundsätzlichen Dingen erlauben sich alles zu tun, nur nicht das, was die Bibel sagt. Und das ist der Grund, warum wir in dem Schlamassel sind, in dem wir sind. Wenn Gott wirklich Gott ist, wenn wir nicht Gott sind, dann sagen wir doch, Herr, du bist Gott. Du regierst. Du darfst mir sagen, du darfst mich prägen. Du darfst mir zeigen, wie du die Dinge siehst. Und weil du der Gott bist, der die Wahrheit redet und die Wahrheit ist, deswegen erwähle ich deine Gedanken. Und konsequenterweise schmeiße ich meine eigenen weg. Ich kann nicht meine Gedanken festhalten und die Gedanken Gottes erwählen. Das geht nicht. Sondern wir müssen bereit sein, loszulassen und bereit sein zu ergreifen. Wir ergreifen die Gedanken Gottes. Wenn du einmal siehst, wie das die Gemeinde begann, dann war das so einfach alles. Und wir haben, weil da das menschliche Fleisch ist, die Unabhängigkeit und die Unwilligkeit, den Preis für Wahrheit zu bezahlen, die Sache so unglaublich kompliziert gemacht. Am Anfang, wie war das da? Da haben sich die 3000 bekehrt zu Pfingsten. Und was sagt das Wort Gottes? Sie verharrten in der Lehre der Apostel. So schlicht und einfach steht das da. Was heißt das? Da waren 3000 Neubekehrte und da waren die Apostel. Und die Rollenverteilung war klar. Jeder hat verstanden, ich bin hier neu in der Sache. Da sind die Apostel, die sind 3 Jahre mit Jesus gegangen. Die wissen mit Sicherheit mehr als ich von der Sache, in der ich erst ein paar Stunden Christ bin. Und Gott hat die gesalbt und gesetzt, mich zu lehren. So, die Aufgabe ist klar. Ich lasse sie lehren. Und ich lasse mich belehren. Ich sitze da, mache die Lausche auf mit geschärftem Bleistift und Papier und ich schreibe, was das Zeug hält. Und ich höre nicht nur, sondern ich bin hingegeben und sage, was die mich lehren, werde ich tun. So war das am Anfang. Es war alles so einfach, alles so klar. Da gab es keine Bibeldiskussionskreise. Da gab es nicht diese Idee, ja, aber ich habe auch was zu sagen. Einmal war ich in einer Gemeinde und ich las nur eine Schriftstelle vor. 1. Korinther 14, Paulus sagt, ich will, Elberfelder drückt es ein bisschen soft aus, aber sagt, ich möchte, dass ihr alle in Zungen sprecht. Da haben die Übersetzer ein bisschen gezuckt, ein bisschen zu viel Angst gehabt. Aber immerhin weniger Angst als die Luther-Übersetzung. Da sagt es, ich wollte, ihr könntet. Schade, geht ja nicht. Das ist irrealer Konjunktiv. Ich wollte, ihr könntet. Aber was da steht, ich will, dass ihr es tut. Das ist etwas anderes. So, ich lese vor, was Paulus dort der Gemeinde zu Korinth gesagt hat und lese das nur vor. Ich will, dass ihr alle in Zungen sprecht. Und wie von der Tarantel gestochen, springt jemand auf, ruft ganz laut in den Saal, es wurde richtig interaktiv, sagt, das ist ja Pfingstlehre. Der Nächste springt auf, jawohl, man hätte den Mann gar nicht einladen dürfen. Und dann erhob sich ein richtiger Tumult, wegen einer Schriftstelle, ein Tumult, nur weil ich vorgelesen habe, was das Wort Gottes sagt. Und ich könnte ja auch einige Schriftstellen heute vorlesen und ich glaube, einige müssten sehr an sich halten und sagen, Herr, schenkt mir Gnade, dass ich mich jetzt nicht oute als Rebell. Gott ist Gott und wir sind nicht Gott. Lassen wir ihn noch einmal Gott sein und kreuzigen wir diese gottverdammte Überheblichkeit, dass wir meinen, wir können ihm erzählen, wie das alles viel anders zu laufen hat und wie das alles viel besser zu gehen hat. Wenn wir nur das nach unserer Weise machen dürfen. Ihr Lieben, Gott ist Gott.
Und Christsein hat Gott erfunden. Ist das so? Und wenn er das erfunden hat, dann hat er das Recht, uns zu sagen, wie Christsein aussieht. Das ist doch eine ganz logische Sache. Ja. Und so war das am Anfang so einfach. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Und das heißt, sie haben nicht nur eine Bibelstunde nach der anderen besucht, sondern sie haben gehört mit der Haltung, was soll ich als nächstes tun? Denn Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern und lehrt sie alles zu halten. Nicht alles zu wissen, alles wiederholen zu können. Lehrt sie alles zu halten, was ich euch gelehrt habe. Die Jünger sollten also all das lernen, was die Apostel von Jesus bekommen haben. Gehen wir jetzt zu Römer Kapitel 12. Je länger ich über unsere Situation nachdenke, über unser Land, über was hier alles so schief geht und wie das eigentlich anders sein müsste und wo man ansetzen müsste, umso wichtiger wird mir dieser Vers in Römer Kapitel 12. Nachdem also Paulus die Grundlagen des Glaubens gelegt hat, das Kreuz, Befreiung vom Gesetz und das Leben im Geist in Kapitel 8, dann kommt der Einschub und dann Kapitel 12 kommt er zu den praktischen Dingen dann des Christseins. Und das Erste, was er dort sagt in Römer 12 ist, wir geben unseren Leib als ein lebendiges Opfer. Wir geben unseren Leib. Unser Leib gehört Gott. Es ist ein lebendiges Opfer, das heißt, es wird ihm übergeben, aber nicht wie im Alten Testament umgebracht, aber es wird ihm übergeben, es gehört ihm. Theoretisch gesehen, oder nicht theoretisch gesehen, als praktische Konsequenz müsste jeder christliche Raucher Gott um ein Wort bitten, habe ich Erlaubnis, noch einmal diesen Tempel, der jetzt dir gehört, zu beschmutzen. Der gehört ja gar nicht mehr dir selbst. Aber das ist nur ein Bibelvers, wir glauben das nicht wirklich. Und deswegen kann man mit gutem Gewissen Dinge tun. Ihr Lieben, wenn das Wort ist, wird unser Gewissen wach. Und dann springt es an und sagt, hey, wenn das so ist, dann was ist hiermit? Und gleich der zweite Vers, Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hier geht es um Verwandlung und wir sollen herauskommen aus der Anpassung an die Welt. Welt ist all das, was nicht unter der Herrschaft Christi steht, das ist Welt. Wir sind herausgerettet aus der Welt und wir leben im Reich Gottes. Aber jetzt müssen wir noch die Mentalität des Reiches Gottes einnehmen und die Mentalität der Welt ablegen, damit Gott jetzt in der Tiefe in uns arbeiten kann. Und diese Veränderung geschieht, indem wir unser Denken erneuern. Wir werden verwandelt, was viel leichter ist, als sich selber zu verwandeln. Wir werden verwandelt, indem wir etwas tun. Was tun wir? Wir erneuern unser Denken. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir studieren die Gedanken Gottes. Und wir studieren sie, oder bevor wir anfangen, sie zu studieren, sagen wir, wann immer wir etwas finden, aus Gottes Gedanken, was meinen Gedanken widerspricht, habe ich schon entschieden, weil Gott Gott ist und ich nicht Gott bin, ich werde meine Gedanken beiseite legen und Gottes Gedanken erwählen. Das klingt in der Theorie sehr einfach, bis wir merken, dass Wahrheit einen Preis kostet. Jede Wahrheit kostet einen Preis. Und wenn wir diesen Preis nicht bezahlen wollen, dann ist es immer noch Wahrheit, aber nicht unsere Wahrheit, die eine Kraft ist in unserem Leben und die uns prägt und verändert und die uns tiefer in eine Beziehung mit Gott hineinbringt. Wir erneuern unser Denken, indem wir die Gedanken Gottes studieren, fleißig studieren. Gott hat uns ein Buch gegeben. Und alles, was wir für ein Leben auf der Erde im Sinne Gottes wissen sollen und wissen müssen, ist in diesem Buch drin.
gibt eine Menge andere Gedanken Gottes, die wir für die Erde nicht brauchen, und damit belastet er uns nicht. Das ist schon sehr freundlich von ihm. Wir brauchen uns nur um die Dinge zu kümmern, die unser Leben betreffen. Und das ist unser Körper, das ist unsere Gedanken, unsere Fantasie, unsere Gefühle, unsere Worte, unsere Arbeit, unsere Beziehungen, unser Geld, unsere Freizeit, all diese Dinge. Gott hat eine Meinung darüber, Gott hat eine Sicht. Und es ist nicht nur eine Meinung und eine Sichtweise, es ist die Wahrheit. So wie Gott die Dinge sieht, ist es der Wahrheit entsprechend. Jesus sagt, Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Was heißt heilige? Absondern. Wir sind Abgesonderte. Wir leben für Gott. Heilige sie in der Wahrheit. Wir werden umgestaltet in das Wesen Jesu. Und das Mittel dazu wird gleich im nächsten Satz gesagt, dein Wort ist Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und der Gott, der uns errettet hat, heißt die Wahrheit. Jesus Christus ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Viele wollen das Leben, ohne sich der Wahrheit zu unterwerfen. Sie wollen den Segen, sie wollen die Freude, sie wollen irgendwie ein gutes Leben haben, ohne sich der Wahrheit zu unterwerfen. Das wird nicht lange halten. Das wird nicht funktionieren. Gott ist Gott. Und er hat ein Recht darauf, dass die Dinge, die er sagt, in unserem Leben aufgerichtet werden. Das erwartet er von uns. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wo er dir freie Wahl lässt und wo er dir nicht reinredet. Welchen Nachtisch du heute Mittag genommen hast, das ist völlig deine Sache. Ob du das Eis gewählt hast oder weiß nicht, was es da noch gab. Ich kam zu spät, war alles schon ausgekratzt. Ja. Freie Wahl. Ob du heute gestreift oder kariert anziehst, freie Wahl. Und vieles andere. Ja. Aber es gibt einige grundsätzliche Dinge, die das christliche Leben betreffen. Da sagt Gott, hallo, ich bin dein Herr und ich lehre dich die Dinge, die dir nützen. Ich lehre dich die Dinge, die dir nützen. Und hier ist etwas ganz, ganz Wichtiges in Römer 12 noch. Es heißt nämlich hier, wenn wir unser Denken nicht erneuern, oder sagen wir es erstmal andersrum, nur wenn wir unser Denken erneuern, sind wir imstande zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Nur dann. Wenn wir unser Denken nicht erneuern, können wir die Bibelstellen lesen, aber wir verstehen sie nicht. Wie unter einer Decke. Wir hören, aber hören nicht. Wir sehen, aber wir sehen nicht. Und Christsein bedeutet, ich bin erlöst, nicht nur von etwas, sondern für etwas. Für den Willen Gottes. Das ist doch Christsein. Wir haben das Privileg, wir dürfen jetzt endlich einmal das Richtige tun. Den Willen Gottes tun. Wir dürfen gehorsam sein. Christsein heißt, Christus nachzufolgen und ihm zu gehorchen. Das ist Christsein. Christus zu gehorchen, nicht einer Organisation zu gehorchen, nicht einer Kirche zu gehorchen, nicht einem frommen Verein zu gehorchen. Christus zu gehorchen ist dein Auftrag. Und wann immer das Wort Christi im Widerspruch steht zu der Organisation, zu der du gehörst, wenn du es richtig überlegst, hast du gar keine Wahl. Du hast schon gesagt, Jesus, du bist mein Herr. Du bist verpflichtet. Und Gott erwartet von dir, dass du tust, was er sagt. Und wir können nicht sagen, ja, aber dann bringe ich mich in Konflikt mit meiner christlichen frommen Organisation. Christus sagt, das ist mir egal. Du gehörst mir. Ich habe dich erkauft. Du bist mein. Du wirst tun, was ich dir sage. Das ist der Gott, der uns erlöst hat. Nirgendwo findest du in der Bibel, dass er auf die pluralistische religiöse Landschaft irgendeine Rücksicht nimmt. Nirgendwo siehst du das. Sag, du gehörst mir, folge mir nach. So, wir merken jetzt, wird schon etwas
intimer. Ja, erst war es nur ein Bibelvers. Ja, wir erneuern unser Denken, klar, machen wir, logisch, wo ist das Problem? Das sind eine Menge Probleme. Und Gott sagt, man kann ihm nicht nachfolgen, wenn man nicht zuvor alles niederlegt. Jeden Anspruch. Herr, ich will dir nachfolgen, aber ich will nicht leiden. Ich will dir nachfolgen, aber ich will, dass alle mich mögen. Ich will dir nachfolgen, aber es sollte keine Schwierigkeiten geben. Vergiss das alles. Wenn du Christus nachfolgen willst, musst du alles niederlegen. Herr, ich will dir nachfolgen, aber auf keinen Fall will ich heiraten. Wenn ein Unbekehrter, ja, ein Unverheirateter sich bekehrt. Oder, Herr, ich will dir nachfolgen, aber auf jeden Fall muss ich heiraten. Nein, du legst alles nieder, alles. Alles legst du nieder, alles, jeden Anspruch. Ich will dir nachfolgen, aber ich will Akademiker werden, ich will Karriere machen. Nein, ich will dir nachfolgen, aber auf keinen Fall will ich nach Grönland gehen. Nein, du legst alles nieder, alles. Man kann Christus nicht nachfolgen. Lukas 14,33. So kann auch keiner mein Jünger sein, der nicht allem entsagt. Und wir haben so viele Menschen, die versuchen, ein nettes Christenleben zu führen. Aber sie haben nie den ersten Schritt getan und alles niedergelegt. Jeden Anspruch, jede Vorstellung, jede Vorliebe müssen wir hinlegen. Erst dann beginnt wirkliche Nachfolge. Herr, ich will dir nachfolgen, aber ich will nie in den vollzeitlichen Dienst. Oder Herr, ich will dir nachfolgen, aber ich will unbedingt in den vollzeitlichen Dienst. Was Gott mit deinem Leben macht, ist Gottes Sache. Wir geben uns ihm, wir gehören ihm. Wir haben kein Recht. Paulus vergleicht uns wie erkaufte Sklaven. Wir sind erkaufte Sklaven. Stell mir vor, damals im Altertum auf dem Sklavenmarkt. Da wurden die angebunden, irgendwo da, vielleicht noch ein Preisschild drum. Und dann kam einer daher und hat dann mit dem Händler gefeilt. Schlussendlich wurden sich einig über den Preis. Und dann hat der Käufer den Preis bezahlt. Und dann hatte der Sklave einen neuen Herrn. Während der ganzen Verhandlungen hatte der Sklave nicht einmal ein Mitspracherecht. Der konnte nicht sagen, ja, und wie ist das mit meinem freien Wochenende? Und ist da überhaupt ein Swimmingpool bei dem neuen Herrn? Und Frühstück ans Bett, ist das auch all-inclusive oder wie ist das da? Der konnte nur hoffen und beten, dass er einen gnädigen Sklavenherrn bekommt. Mehr konnte er nicht tun. Er wurde einfach verkauft, ohne irgendwelche Rechte. Das ist das Bild, das Paulus gebraucht. Und der Grund, warum wir so viel Durcheinander haben und warum wir so viel Probleme in den Gemeinden haben und christlichen Werken, weil da so viele Leute mitmachen wollen, die niemals alles niedergelegt haben, die Ansprüche haben, die für etwas kämpfen oder die gegen etwas kämpfen, die auf keinen Fall dies, auf keinen Fall jenes, auf jeden Fall aber das erreichen wollen. Nachfolge beginnt, wenn wir alles hinlegen. Das ist die Tür. Keiner kann Christus nachfolgen, der nicht allem entsagt hat. Herr, ich will dir nachfolgen, aber mit dem Geld, das musst du schon mir überlassen. Es gehört alles ihm. Alles gehört ihm. Und wenn wir den Segen Gottes sehen wollen, in unserem persönlichen Leben und dann in unserem Umkreis, wo wir Verantwortung haben, es gibt nur eine Möglichkeit. Wir kommen in immer tiefere Übereinstimmung mit Gott. Und wir sagen, Herr, hilf mir, dich Gott sein zu lassen. Erlaube mir an keiner Stelle blind zu sein. Erlaube mir an keiner Stelle an irgendwelchen eigenen Dingen festzuhalten. Wenn wir unser Denken nicht erneuern, sind wir nicht in der Lage, den Willen Gottes zu erkennen. Und dafür sind wir errettet, den Willen Gottes zu tun. Also an der Stelle blockieren sich schon Menschen und sie sind nicht imstande zu sehen, obwohl es so klare Lehre darüber diesen Sachverhalt gibt, sie sind nicht imstande, weil sie immer noch unter einer Decke sind. Lass uns einmal zu einer
absolut schockierenden Passage gehen im Worte Gottes. 2. Korinther, Kapitel 11. Ich finde es bezeichnend für unsere Situation, was für eine Kluft ist zwischen der Dramatik dieser Aussage und wie wenig diese Aussage in unserem Christsein und in der täglichen Verkündigung des Wortes eine Rolle spielt. Das ist eine der schockierendsten Aussagen, die ich kenne im Neuen Testament. Und trotzdem spielt es so gut wie keine Rolle, zumindest da, wo ich hineinschaue. Gut, ich sehe nur einen Teil des Volkes Gottes, ganz klar. Aber da, wo ich hineinschauen kann, spielt diese Passage und diese Warnung, die da drin enthalten ist, eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Lass uns einmal hineingehen. Kapitel 11, Vers 2, 2. Korinther. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Das alleine ist eine wunderbare Sache, aber ich will nicht darauf jetzt eingehen. Aber heute Morgen habe ich darüber gesprochen. Wir kommen in Einheit mit Gott und das, was in ihm lebt, fängt an in uns zu leben. Und das sehen wir hier bei Paulus. Gott hat Eifer für die Gemeinde. Und dieser Eifer fing an zu wohnen und zu leben in Paulus. Und er war motiviert von dem, was das Herz Gottes motiviert. Und was war der Eifer Gottes? Eine Braut für den Sohn, das ist der Eifer. Mein Sohn bekommt eine Braut als Lohn für den Gehorsam. Der Vater hat den Eifer, seinem Sohn eine wunderbare Braut zu geben. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Dieser Eifer lebt im Vater und dieser Eifer lebte in Paulus und er soll und will auch in uns wohnen. Gott ist ein eifernder Gott. Und das heißt, er lässt nicht locker, sondern er dringt darauf, dass wir hören, dass wir zuhören und dass wir einsehen und dass wir Schritte gehen und dass wir uns bewegen lassen. Er sagt nicht, ich habe es einmal gesagt, okay gut, dann lassen wir es jetzt, sondern er kämpft um uns, er wirbt um uns. Er will uns aus unserem Eigenwillen herausholen und er will uns diese Mentalität der keuschen Jungfrau geben, der Braut, die sich aufbewahrt für den einen. Die wartet auf die Hochzeit und die nur Augen hat für den Bräutigam. Es gibt keine echte Braut, die während der Verlobungszeit noch andere Lover hat. Das gibt es nicht. Die sagt nicht, ja, da kommt der Tag der Hochzeit, aber bis dahin werde ich noch richtig Spaß haben und da werde ich noch meine Zeit ausnutzen. Ich bin ja noch nicht verheiratet, nicht wahr? Und da wollen wir mal sehen, was da alles noch so geht. Nein, das ist nicht die Mentalität der Braut. Die Braut sagt, ich will ihm gefallen. Ich bin für ihn da, ich hebe mich für ihn auf, ich will ihn erfreuen und alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Und bevor Jesus wiederkommt, wird es einen Teil der Christenheit geben, die durch den Heiligen Geist und durch die apostolische Lehre in diese Brautmentalität hineinkommt. Das wird sein. Woher ich das weiß? Ich habe das Buch bis zu Ende gelesen. Die Braut hat sich bereitet. Halleluja. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber die Idee, das Volk Gottes wird hier weiter auf Krücken rumhumpeln. Ein Kompromiss nach dem anderen machen, sich beschummeln und Gott was vormachen und eine Religion erfinden und daran festhalten, die mit diesem Buch nichts zu tun hat und wird deswegen geschlagen sein vom Feind, wird besiegt sein, hier und da einen kleinen Segenslichtblick, aber ansonsten Niederlage, Niederlage, Niederlage. Und dann kommt der glorreiche Tag und Jesus nimmt uns und auf dem Weg von der Erde zum Himmel kommt die wundersame Verwandlung und im Himmel kommen wir als keusche, reine Braut an. Wenn du das glaubst, glaubst du ein Märchen. Die Braut wird hier durch viel Bedrängnis gehen. Und Gott wird die Bedrängnis gebrauchen, die Braut zu reinigen. Hör meine Worte. Gestern haben wir es kurz gelesen. Erst kommt die Hure, dann kommt der Antichrist, dann kommt der Tag des Herrn und unsere Vereinigung mit dem Herrn. Das ist die Reihenfolge. Das ist die Reihenfolge. Ist jetzt nicht mein Thema, aber ich muss es mal so kurz reinwerfen. Okay, jetzt gehen wir weiter.
Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte. Die List. Was ist eine List? Die merkt man nicht so ohne weiteres, wie der Franz das vorhin schon gesagt hat. Die Verführung kommt nicht mit einem großen Schild, mit einer Ansage. Achtung, was jetzt kommt, ist eine Verführung. Und die Verführung kommt mit einer tödlichen Lüge inmitten von viel Wahrheit. Aber wenn du Pilzsammler bist, dann weißt du, ein einziger Giftpilz kann eine ganze leckere Pilzpfanne verderben. Ein einziger Giftpilz in einer Pilzpfanne. Und das ganze Zeug ist ungenießbar. Und dann kommen immer die Leute und sagen, ja, aber die haben ja auch das Gutes und die haben ja auch das und die haben ja auch jenes. Ihr Lieben, es geht nicht um, was sie Gutes haben. Es geht darum, wenn da eine tödliche Lüge ist, müssen wir von dieser tödlichen Lüge uns trennen. Wie die Schlange von Eva durch die List verführt wurde, so vielleicht euer Sinn, eure Denkweise, eure Mentalität, eure Haltung von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Hier gibt Paulus uns eine Offenbarung, wie ein wesentlicher Angriff des Teufels auf die Kinder Gottes kommt. Es ist nicht ein Frontalangriff, deinen Glauben zu verlassen, sondern es ist ein Angriff auf deine Haltung. Du sollst gedrängt werden, Einfalt und Lauterkeit zu verlassen. Danach magst du Christen, danach magst du in Versammlung gehen, da hat der Teufel überhaupt keine Probleme mit. Womit der Teufel Probleme hat und wovor er Angst hat, sind Christen, die sagen, ich werde Gott in Lauterkeit und Einfalt dienen. Davor hat er einen Riesenangst, weil er die nicht verführen kann, weil er die nicht manipulieren kann, weil er die nicht auf dem Holzweg bringen kann. Einfalt bedeutet Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Das ist Einfalt. Wir haben heute Morgen schon gelesen. Darf ich sagen, ich habe erkannt, dass du an Aufrichtigkeit gefallen hast. Was ist die Aufrichtigkeit Christi gegenüber? Christus sagt, tu das und ich tue es. Das ist die Aufrichtigkeit Christi gegenüber. Ich sage nicht, ja, ich weiß, du hast das gesagt, aber ich denke, du meinst das Gegenteil. Das ist nicht die Aufrichtigkeit. Einige rätseln noch und sagen, ja, gibt es wirklich Christen, die da Probleme haben? Millionen, Millionen, auch in unserem Land, Millionen. Nach der Bibel, was ist Christsein? Wie startet Christsein? Wenn wir unser Denken erneuern, wir nehmen das Wort Gottes und wir tun mal so, als würden wir bei Null anfangen. Es gibt nichts anderes außer die Bibel und der Herr und du. Du hast dich gerade bekehrt, du weißt von nichts anderem. Du studierst die Bibel und liest die Bibel ein Jahr lang. Und dann würdest du zum ersten Mal in Kontakt kommen mit Christen, mit Gemeinden. Du würdest den Schock deines Lebens kriegen. Du würdest sagen, ja, haben die denn alle keine Bibel? Können die denn nicht lesen? Was machen die denn alle hier? Du würdest dich total wundern. Du und der Herr und die Bibel, ein Jahr alleine, als Neubekehrter. Und dann wirst du auf die Christenheit losgelassen. Du wirst geschockt sein, was du da alles siehst. Sagt, wo haben sie das her? Das steht doch nicht in der Bibel. In der Bibel steht sogar das Gegenteil. Und dann redest du mit diesen Leuten und sagst, Leute, jetzt seid froh, dass ich gekommen bin. Ich sag euch, wie es wirklich geht. Bruder. Willst du uns den Glauben absprechen? Was schimpfst du über meine Kirche? Deine Loyalität gehört doch Christus. Und er ist das Wort. Wer hat gesagt, dass du die Interessen irgendeiner religiösen Organisation voranstellen sollst und danach kannst du sehen, wie viel von den Worten Christi noch übrig bleibt? Wer hat dir das gesagt? Es ist die falsche Reihenfolge. Christus zuerst. Wenn Christus nicht zuerst ist, ist er nicht der Herr. Was sagt Petrus zu den Juden damals? Ja, tut Buße zu Pfingsten. Sie wurden getroffen. Sie wurden vom Wort durchbohrt.
Wir haben zu wenig Predigten, die schneiden und die Herzen durchbohren. Wir haben zu viel Streichel-Streichel-Predigten. Und das ist auch mal dran. Heute Morgen hat der Heilige Geist gestreichelt. Ja, wunderbar, und das genießen wir. Aber Gott hat Güte und Strenge. Paulus sagt es, die Güte und die Strenge. Und wir können nicht uns die Rosinen rauspicken und sagen, streicheln möchte ich gerne. Können wir nicht so weitermachen wie heute Morgen? Aber das mit dem Schneiden, das gefällt mir nicht. Es muss geschnitten werden, wenn wir Veränderung haben wollen. Tut Buße, hat er gesagt. Kehrt um, ändert eure ganze Gesinnung. Dann sagt er, lasst euch taufen. Das war das Erste, oder das nach der Buße, das Erste, was die Christen tun sollen. Lasst euch taufen. Und in den letzten Jahren, weil ich mit vielen, vielen Menschen gesprochen habe und viele, viele Gespräche geführt habe und viel, viel gebetet habe und mir angeschaut habe, wie die Dinge sind. Ich habe verstanden, wir müssen noch mal ganz von vorne anfangen. Und seit einiger Zeit, ich lehre wieder über Taufe. Und über die Notwendigkeit von Taufe. Und was Taufe ist und was Taufe nicht ist. Vorhin haben wir alle genickt, Christus hat Christsein erfunden. Sind wir immer noch damit überein? Ist das so? So, wenn er Christsein erfunden hat, dann hat er auch das Recht zu sagen, was Taufe ist. Weil Christsein ist der erste Schritt in die Nachfolge. Dann hat er das Recht zu sagen, was Taufe ist. Niemand kann sich hinstellen und sagen, ich mache etwas anderes und nenne das auch Taufe. Niemand hat das Recht dazu. Und seitdem weigere ich mich, den Begriff Kindertaufe zu benutzen. Ich rede von Kinderbesprenkelung. Weil ich möchte nicht weiter zur allgemeinen Verwirrung beitragen. Taufe ist Taufe und Besprenkelung ist Besprenkelung. Und der Punkt ist nicht, wie alt ist der Mensch, sondern hat dieser Mensch Buße getan. Da kann auch ein 7-Jähriger getauft werden, da habe ich kein Problem mit. Das ist kein Kindertaufe, wenn er sich bekehrt hat. Vor der Taufe kommt die Buße. Und wenn keine Buße gewesen ist und wenn ein Mensch nicht sich Christus übereignet hat, ist es absolut sinnlos und überflüssig, ihn zu taufen. Und da können Theologen tolle Ideen haben und Gottes Gnadenwerk und Gott handelt an den Menschen und sie werden jetzt in die Familie der Kinder Gottes hinzugefügt. Das ist mir alles vollkommen egal. Ich gehe nach diesem Buch. Mein Vorteil ist, ich bin kein Theologe, sondern ich komme aus den Drogen. Das ist eine andere Sache. Und Jesus hat mich gerettet auf machtvolle Art und Weise. Und ich war ganz kurz Christ und habe so dramatisch den Herrn erlebt. Er hat zu mir gesprochen, hat sich offenbart. Ich habe den Herrn gesehen, schon vor meiner Bekehrung habe ich Erlebnisse gehabt, so stark. Und er hat mir gezeigt, er ist da. Seitdem wusste ich, Gott ist real. Ich habe gewusst, er ist für mich ans Kreuz gegangen. Das habe ich gesehen. Und dann wurde ich errettet. Und dann war ich so hochmütig. Als ich die Christen mit ihrer Bibel sah, dachte ich, Mann, die armen Menschen, die hängen sich da an einem Bibelverschen. Aber der Herr ist doch real, der Herr ist lebendig, der Herr ist da und er redet zu mir und er führt mich und er gibt mir Aufträge. Oh, die ersten Wochen meines Christseins waren so, so spannend. Und ich fing an, mich zu überheben und Menschen zu verachten, die sich an die Bibel geklammert haben. Und da kam der Herr wieder zu mir. Und hat gesprochen und hat gesagt, dieses Buch, die Bibel, ist mein Buch. Und wenn du nicht anfängst, deine Nase in dieses Buch zu stecken, werde ich nicht mehr mit dir reden. Boah, hat sich da meine Haltung geändert. Schlagartig. Und von diesem Tage an weiß ich, dass ich weiß, die Bibel ist Gottes Buch. Nicht enthält ein paar gute Gedanken, die Bibel ist Gottes Buch. Und ich habe unter einigen sehr komplizierten Theologen gesessen, weil Gott hat mir das zugemutet, ein paar Jahre an der Uni zu sitzen und theologische Ergüsse mir anzuhören. Nicht, weil ich da glaubte, etwas für mein Geistesleben zu bekommen oder so etwas, sondern weil das Training war, um den Geist dieser Welt zu begreifen. Und ich habe dort theologische Vorträge gehört, von denen ich vermute, dass die Sprecher sie auch kaum verstehen. So kompliziert. Aber weißt du was? Diese Leute kennen den Herrn nicht. Sie kennen den Herrn nicht.
Jesus hat klar und einfach gesprochen. Kinder konnten das verstehen. Die Apostel haben klar und einfach gesprochen und nicht kompliziert. Wir brauchen nicht mehr noch mehr Theologen. Wir brauchen Menschen, die sagen, das ist das Wort und das funktioniert. Tu es und Gott wird dich segnen. Das ist, was wir brauchen. So, da sollten diese Juden sich taufen lassen auf den Namen Jesu Christi. Das lesen wir einfach so. Na, dann ließen die sich taufen, okay. Ihr Lieben, hast du schon mal darüber nachgedacht, was das für sie bedeutet hat? Die Taufe auf den Namen Jesu Christi war ein Affront gegen die geistliche Leiterschaft. Denn die hat gerade wenige Wochen zuvor einen Mann, Jesus von Nazareth, wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt und hat gesagt, das Vergehen, das er begangen hat, er nennt sich der Christus. Das ist, warum er sterben muss. Gotteslästerung. Der Mann von Nazareth macht sich zum Gesalbten des Herrn. Deswegen muss er sterben. Und wenn jetzt diese 3000 sich taufen lassen sollen auf den Namen Jesu Christi. Ihr Lieben, Jesu Christi, das ist nicht Heinrich Müller, Vorname, Nachname. Es ist Jesus, der Gesalbte, der von Urzeiten her von den Propheten angekündigte, einzigartige, einmalige Retter der Menschheit. Er ist der Christus. Und diese Leute sollten sich jetzt taufen lassen auf den Namen Jesu Christi. Das bedeutet, sie legen ein öffentliches Zeugnis ab, was unsere geistlichen Leiter getan haben mit diesem Mann, war ein gigantischer Justizirrtum. Wir haben eine blinde Leiterschaft. Die sagen, sie dienen Gott, aber dann kommt Gott und sie erkennen ihn nicht. Das war der Bruch mit dem religiösen Establishment. Und das Wunder ist, dass diese Leute trotzdem diesen Schritt vollzogen haben. Obwohl sie damit als Ausgestoßene galten. Obwohl sie damit sich ins Abseits gestellt hatten. Wie ist das zu erklären? Nun, sie waren durch das Wort des Geistes getroffen bis ins Innerste. Sie hatten nichts mehr. Alles, worauf sie Vertrauen gesetzt hatten, hat das Schwert des Geistes ihnen in einem Augenblick genommen. Und deswegen waren sie hilflos und haben gesagt, ja, nach dieser Predigt, was sollen wir denn jetzt tun? Und Petrus sagt nicht, ja, ich weiß auch nicht, ich bin Theologe, ich stelle nur Fragen, Antworten geben ist verdächtig. Das ist die Mentalität heutzutage. Das ist die Mentalität in der Togen. Das Höchste, was wir können Fragen stellen, aber verbindliche, stimmige, gültige Antworten geben. Nein, das ist verdächtig. Lieben, Christus ist die Antwort. Und das Wort Gottes ist die Antwort. Und Petrus hat nicht eine Sekunde gezögert, obwohl er wusste, er bringt diese Leute in Lebensgefahr. Er hat gesagt, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi und dann empfangt ihr den Heiligen Geist und auf geht's. Und dann starten wir das größte Abenteuer der Menschheit, Gemeinde. Die ließen sich taufen und brachen schon mit der Taufe, mit dem religiösen Establishment. Und viele heute im Namen der Liebe, im Namen der Weisheit, im Namen von, wir müssen auch klug sein, wir müssen auch bedenken, was das für Folgen hat, zögern sich schon den ersten Schritt zu machen. Und sie sagen, ach, das ist nicht so wichtig. Wenn Gott etwas anordnet, wer sind wir Menschen, dass wir sagen, das ist nicht wichtig. Das hat er umsonst gesagt. Gott ist Gott und du bist nicht Gott. Und da gibt es schon Millionen von Menschen, die dieses einfache erste Gebot missachten. Und dann geht das weiter. Geistestaufe, Empfang des Heiligen Geistes. Wiederum Millionen von Christen sagen, ach, das brauche ich nicht. Wofür soll das gut sein? Und das kommt mir komisch vor. Und ich rede da irgendwas, was ich nicht verstehe. Das ist doch unanständig. Das ist doch nicht intellektuell redlich. Gott ist Gott. Und wenn er sagt, wir brauchen den Heiligen Geist, wer sind wir, dass wir uns hinstellen und sagen, also das gefällt mir irgendwie nicht. Wenn es dir nicht gefällt, dann bitte Gott um eine Geschmacksveränderung, damit es dir gefällt. Weil Gott ist Gott. Und dann geht das weiter. Jüngerschaft. Im Neuen Testament. Neutestamentliches Christsein war ein Christsein in verbindlichen Beziehungen.
wo Menschen trainiert wurden, wo sie gelehrt wurden, wo sie angeleitet wurden, einen neuen Lebensstil zu lernen, in der Wahrheit, in der Gemeinschaft mit Gott, im Dienen, im Geben, im Fasten. Wiederum Millionen von Menschen sagen, ach, das brauche ich nicht, ich gehe zur Versammlung, da höre ich was Erbauliches und dann ist gut. Nein, es ist nicht gut, ihr Lieben, es ist nicht gut. Die Dinge müssen sich dramatisch ändern. Sonst werden wir keine Kraft haben, gegen den hereinbrechenden Zeitgeist Widerstand zu halten. Wir werden weggespült werden, ohne dass wir überhaupt nur einen Moment Gelegenheit haben, uns gegen irgendetwas zu wehren. Da kommt ein Tsunami von Verführung, von religiöser Täuschung, kombiniert mit dem Geist der Lust, mit dem Geist von Mammon. Und jeder, der nicht gegründet ist auf einem Lebensstil, das Wort Gottes zu tun, wird hinweggespült werden. Das wird kommen und es dauert nicht mehr Jahrzehnte. Es wird kommen. Es wird kommen. Oh, die Zeit. Also wir haben verstanden, da ist ein Angriff des Teufels auf unsere Integrität. Und jetzt beschreibt Paulus, wie findet dieser Angriff statt? Wie kommt der Angriff zustande? Wie sollen wir abgezogen werden von der Geradheit und Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit Christi gegenüber? Nächster Vers sagt es, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, zur Erklärung, das ganze Kapitel 10 und 11 geht um die Auseinandersetzung von falschen Aposteln, die in die Gemeinde eingedrungen sind und dort Dinge getan haben, die nicht in Ordnung waren, die nicht von Gott waren. Und sie haben einen beherrschenden, besitzergreifenden, gewalttätigen Leiterschaftsstil gehabt. Aber vor allen Dingen haben sie eine verkehrte Lehre gehabt. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Schau in diesen Vers hinein. Die Verkündigung eines anderen Jesus und die Verkündigung eines anderen Evangeliums, der wir uns aussetzen und die wir annehmen, führt dazu, dass wir einen anderen Geist empfangen. Das ist, was Paulus hier sagt. Zu dem Heiligen Geist, den wir empfangen haben, empfangen wir, wenn wir einer falschen Verkündigung uns aussetzen. Ich sage nicht, du sitzt im Fernseher und gehst da durch und da ist irgendetwas und du sagst, was ist denn das? Und klickst weg, weil es einfach so religiös ist, dass du nicht ertragen kannst. Sondern wer sich da Sonntag für Sonntag dem aussetzt und nicht prüft an der Bibel und denkt, ach, war das wieder erbaulich heute. Wer das tut und einer Verkündigung sich hingibt, eines anderen Jesus und eines anderen Evangeliums, der wird schlussendlich einen anderen Geist empfangen. Das ist der religiöse Geist. Und das Fatale am Empfang des religiösen Geistes ist, du bekommst eine sonderbare Fähigkeit oder eine sonderbare Eigenschaft. Von da an bist du imstande, immer mutiger, ohne Gewissensbisse, ohne zu merken, was passiert, Dinge zu tun gegen Gottes Ordnung. Und wenn du darauf angesprochen wirst, du sagst, aber ich habe Frieden darüber. Wenn du Frieden über eine Sache hast, ob das deine Babybesprenkelung ist oder dein Nicht-Erfülltsein mit dem Heiligen Geist oder dein Nicht-Leben in Jüngerschaft und verbindlichen Beziehung oder was auch immer, wenn du darüber Frieden hast, dann lass dir gesagt sein, dieser Frieden ist nicht vom Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist gibt Frieden zum Tun seines Wortes. Und wenn wir das Gegenteil tun, aber wir haben Frieden,
Viele Leute habe ich gesprochen, die sagen, du, vor Gott sind wir verheiratet. Ja, wir waren das nicht beim Standesamt, wir haben das nicht so dem Staat Genüge getan, aber vor Gott sind wir verheiratet. Wir haben da großen Frieden drüber. Dann sage ich, dieser Frieden ist vom religiösen Geist. Weil Eheschließung gehört in die Gemeinde, gehört in die Öffentlichkeit. Es ist ein Bund unter Zeugen vor Gott. Es geht nicht um ein Papier, das du dir beim Standesamt abholst. Aber unsere staatliche Ordnung ist so, und daran ist auch nicht viel auszusetzen. Bevor du getraut wirst in der Kirche und in der Gemeinde, musst du beim Standesamt gewesen sein. Und das ist in Ordnung so. Das ist gut so. Und Menschen sagen, du, wir haben Frieden darüber. Ja, aber nicht von Gott. Als selbstgemachter Friede. Der religiöse Geist lullt uns ein und gibt uns ein wohliges Gefühl. Ach komm, das ist alles schon in Ordnung. Weißt du, Gott hat zu uns gesprochen, wir wissen, dass das so richtig ist. Der Verführte weiß alles, nur nicht, dass er verführt ist. Und er kommt nicht immer auf die Idee. So viele Menschen beharren auf das Wort. So viele Menschen sagen mir, hey, du tust nicht, was das Wort sagt. Sie kommen nicht mal auf die Idee. Es könnte bei ihnen falsch sein. Der Verführte weiß, dass alle anderen falsch sind. Die haben keine Liebe, die sind extrem, die sind spalterisch, sektierisch, die beleidigen meine Kirche, die sind gegen alles, die sind gegen Einheit. Hallo. Wenn du hier an den einen oder anderen Stellen, die ich so als praktische Punkte so erwähne, ein innerliches Aufbegehren spürst und dich gekränkt und beleidigt fühlst, dann realisiere das doch und geh damit nach Hause und nimm deine Bibel und sag, warum habe ich an dieser Passage mich so geärgert? Warum eigentlich? Was sagt das gültige Wort Gottes? Aber was tun wir? Wenn uns keine Argumente einfallen, wir schießen auf Menschen. Der hatte ja keine Liebe. Guck mal, wie der geschrien hat. Unser Kett hat er auch nicht angehabt. Lauter wichtige Argumente, die nur beweisen, dass du keine Ahnung hast vom Wort Gottes. So, wenn du dich getroffen fühlst, dann danke Gott dafür. Das ist ein Zeichen, du lebst noch, du bist noch zu retten. Es ist noch möglich, dich wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Geh in das Wort und sage, Herr, du bist das Wort. Ich will ein Leben führen nach diesem Buch. Und dann wird der Heilige Geist kommen und wird dir zeigen, deinen Irrtum. Wenn du aber sagst, ich bestimme meine Art von Christsein. Und wenn ich sage, meine Kinderbesprengelung ist eine Taufe, da darf mir niemand da reinreden. Wenn du so sagst, oder du sagst, also in Sprachen reden niemals, unanständig, kommt nicht in Frage. Wenn du so redest, hast du damit Christus entthront und dich auf den Thron gesetzt. Das ist die Wahrheit. Christus ist die Wahrheit. Und wenn du eine Verkündigung annimmst von einem anderen Jesus, und wie viel wird heute von Jesus geredet, aber es ist nicht der Jesus der Bibel. Zum Beispiel der Jesus der Bibel, der sagt, wenn du einem Menschen nicht vergibst, dann wird der Vater dich ins Gefängnis stecken und dann wird er dir regelmäßig Besuch zukommen lassen von Folterknechten. Das ist der Jesus der Bibel. Schon mal gelesen? So wird euer himmlischer Vater mit euch auch tun, wenn ihr nicht einem jeden vergebt von Herzen. Nee, das kann nicht sein. Gott ist Liebe. Das würde er niemals zulassen. Ich sag's noch einmal, Gott ist Liebe. Und wenn du lernen willst, was Liebe ist, dann geh in dieses Buch. Da wird das Wesen Gottes beschrieben. Und das ist Liebe. Wenn Jesus mit der Peitsche in den Tempel gegangen ist und hat dort gewütet wie ein Berserker, hat die Tische umgestoßen, hat dort gesagt, raus hier alle Mann, dann war das die perfekte Liebe Gottes. Wenn Paulus Petrus widerstanden hat wegen seiner Heuchelei, war das die perfekte Liebe Gottes. Wenn Jesus die Pharisäer ermahnt hat und ihnen schreckliche Dinge vorgehalten hat, war das die Liebe Gottes. Wir brauchen eine Erneuerung unseres Denkens, was die Liebe Gottes ist. Wir haben so einen netten Heiland,
Aber der Heiland der Bibel ist furchterregend. Der hat Feuer in den Augen. Und er sagt, ich werde nicht zulassen, dass du weiter dich den Götzen hingibst. Ich liebe dich zu sehr. Ich schicke dir einen Prediger. Den macht dir einen heißen Hintern. Gott ist Liebe. Und schau dir an, im Wort Gottes haben wir ein Beispiel von einer ganzen Gemeinde, die einen religiösen Geist empfängt. Das sind die Galater. Sie wurden bezaubert. Wer hat euch bezaubert? Und dieses Wort bedeutet nichts anderes als das, was im Deutschen bedeutet. Eine dämonische, magische Handlung. Sie kamen unter einen Bann. Christen wurden verzaubert. Wodurch wurden sie verzaubert? Weil sie ein falsches Evangelium angenommen hatten. Und Paulus macht am Anfang klar, Galater 1, das ist der einzige Brief, wo er nicht mit süßen, liebenden, zärtlichen Worten kommt, sondern wo er gleich zur Sache geht. Weil Religiosität erregt den Zorn des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ein eifernder Gott. Und er will, dass wir ungeteilt uns Christus zuwenden und nichts anderes haben außer dem Heiligen Geist. Und darum fängt der Galaterbrief ganz anders an als alle anderen Briefe. Und gleich in den ersten Versen sagt er, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell abbringen lasst zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Und dann kommt der Satz, der so wichtig ist. Wenn jemand ein anderes Evangelium verkündet, als das, was ich, Paulus, verkündige, der sei verflucht. Mir ist vollkommen egal, wer das ist. Und wenn es ein Engel vom Himmel wäre, wir hätten hier ein mächtiges Spektakel und Feuerwerk und Blitze und sonst irgendwas und die Erde würde sich auftun und gewaltige Dinge würden passieren, ist mir vollkommen egal. Da kann passieren, was will. Ob das das Evangelium vom Himmel ist, bestimme nicht Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder sind wichtig, aber in der Endzeit sehen wir, der Satan durch den Antichrist wird verführerische Zeichen und Wunder tun. Und alle die, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, werden verführt werden. Das heißt nicht, alle Ungläubigen werden verführt, sondern alle die, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Der einzige Schutz vor Verführung ist Liebe zur Wahrheit. Und Liebe zur Wahrheit heißt, ich gebe mich der Wahrheit und ich tue mein Bestes, um der Wahrheit zu gehorchen. Das ist Liebe zur Wahrheit. Alles andere ist nicht Liebe zur Wahrheit. Und die Galater nahmen ein anderes Evangelium auf. Und Paulus sagt, pass auf Leute, damit ihr das ganz klar habt, da könnt ihr messen, wie weit ihr abgefallen seid. Mein Evangelium ist ein für allemal, für alle Verkündiger, egal von welchem Predigerseminar kommen, der Maßstab. Und jede Verkündigung, die nicht dem Evangelium entspricht, das ich verkündigt habe, Paulus, der sei verflucht. Das ist starker Tobak. Man kann nur zwei Schlussfolgerungen aus einer solchen extremen Haltung ziehen. Entweder dieser Mann gehört eingesperrt, ist gemeingefährlich, irre, leidet an Größenwahn, kann sich nicht mehr einschätzen, ist völlig durchgeknallt, hat den Bezug zur Realität verloren, oder er redet die Wahrheit. Es gibt nichts dazwischen. Du kannst nicht sagen, ja, das ist auch ein interessanter Standpunkt. Kannst du nicht. Es gibt nur zwei Reaktionen, dich zu unterwerfen oder es zu verwerfen. So war Christus, so war Paulus, so sind alle die, die im Heiligen Geist Gott dienen. Du kannst nicht drei Dinge tun. Du kannst nicht sagen, ach ja, doch, danke. Es war jetzt ein wertvoller Beitrag, eine Blume zu diesem Bouquet der vielfältigen religiösen Meinungen. Doch war wichtig, auch gehört zu werden. Und was war mit den Galatern? Die haben ein falsches Evangelium angenommen und sie kamen unter einen anderen Geist. Und Paulus sagt, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Galater 5, Vers 8.
Das war die Folge der Verführung, die Folge der Verzauberung. Der Wahrheit sollen wir gehorchen, nicht zuhören, gehorchen. Und wenn der religiöse Geist kommt, gibt er uns Frieden, der Wahrheit nicht zu gehorchen. Das ist furchtbar, das ist furchtbar. Wie viele Menschen habe ich in den letzten 2 Jahren erlebt, die die schrecklichsten Dinge, die das Wort Gottes verbietet, praktizieren. Und sie sagen, aber ich habe Frieden drüber. Das Wort Gottes macht es vollkommen klar. Nur einen dürfen wir anrufen. Und das ist Gott selbst. Jede Anrufung irgendeines Geistwesens, ob es ein Heiliger ist, ob es sich Maria nennt. Ich weiß, jetzt sagen einige, ouch, aber das muss sein. Ist in den Augen Gottes ein Greuel. Hört zu. Es ist in den Augen Gottes ein Greuel. Das ist die Wahrheit. Und das sage ich nicht, weil ich gegen Menschen bin oder gegen Katholiken bin, sondern ich sage es, weil ich für Menschen bin. Aber ich bin noch mehr für Gott. Und ich kann es nicht ertragen, wenn im Namen der Einheit und des Friedens und der politischen Korrektheit Gotteslästerung und Götzendienst hoffähig gemacht wird. Ich kann das nicht ertragen. Und mir ist egal, wer alles mitmacht. Ich werde meine Stimme erheben. Mir ist das vollkommen egal. Ich werde meine Stimme für die Wahrheit erheben. Wenn du sagst, du gehörst Gott, dann dienst du dem Gott, der sagt, du darfst keine anderen Götter anrufen. Und du darfst auch nicht zu Verstorbenen beten. Du darfst es nicht. Und wer das tut, dem ist Gott ein Greuel, sagt das Wort Gottes. Und wenn du sagst, ja, aber meine Kirche erlaubt das, dann musst du dich fragen, wem gehörst du? Wem dienst du? Wem gehört deine Loyalität? Christus oder einer Kirche, die dieses heilige Buch mit Füßen tritt? Wem gehört deine Loyalität? Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Und besser du tust es jetzt, als du stehst eines Tages vor dem Herrn. Und dir wird gesagt, du hast die Wahrheit gehört. Dein Hintern wurde heiß. Du hast dich aufgeregt. Alles in dir ist aufgestanden und du wärst dem Prediger am liebsten in die Gurgel gesprungen. War das nicht ein Signal, dass du mal in das Wort gehen solltest? Wie kannst du, der du doch so ein friedliebender Mensch bist, auf einmal Würgegedanken haben gegenüber dem Prediger? Wie ist es möglich? Wo er doch nichts anderes sagt, als was die Bibel schon immer sagt. Er ist der Herr und wir nehmen seine Wahrheit an. Und das spielt keine Rolle, ob du danach deinen Arbeitsplatz verlierst, ob du danach deine Freunde verlierst, ob ein Riss durch deine Verwandtschaft geht, das sind alles schmerzliche Dinge. Aber keine Entschuldigungen, nicht Christus nachzufolgen. In der Taufe, in der Geistestaufe, in der Jüngerschaft, in der Leben in Reinheit gegenüber Christus. Und nicht zu huren mit irgendwelchen anderen Geistern. Der Gott, der dich erkauft hat, ist ein heiliger und eifersüchtiger Gott. Und Vater, ich danke dir für jeden, der hier ist und für jeden, der das hören wird auf CD oder Kassette. Und ich bete, dass dein Geist Licht gibt und dass wir die Gefährlichkeit von Verführung entdecken und dass wir sagen, wir werden alle unsere Überzeugungen über was Nachfolge ist, was Gemeinde ist, was Leiterschaft ist, was ein Leben in Reinheit ist, alle unsere Überzeugungen auf den Prüfstand tun. Und wir werden alles prüfen an deinem Wort, weil wir dich ehren wollen, weil wir dich lieben wollen, weil wir ein Herz haben wollen, was dich fürchtet. Danke für deinen Heiligen Geist, der redet, der uns überführt, der uns prägt, der uns motiviert und der uns sagt, im Gehorsam Christus gegenüber ist ein gewaltiger Segen. Ein gewaltiger Segen. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Und halte das Wort wach, da wo es nötig ist. Und gib uns Weisheit, dass wir entdecken, wo wir nicht in der Abhängigkeit und in der Hingabe und Demut dir gegenüber sind. Und wir danken dir. Amen.